Tarek Dementa, willkommen aus Regensburg heute angereist. Und er ist Wirtschaftspublizist und schreibt größtenteils im Namen von Attac oder im Umfeld von Attac auch Bücher. Er gehört zum wissenschaftlichen Beirat von Attac. Sein Doktor ist er also eigentlich hat er gemacht als Physiker. Er hat Physik studiert, dann aber auch 8 Semester Volkswirtschaftslehre. Und Vater ist er auch, also er hat aus allen verschiedenen Zuströmen Energien und Input. Und jetzt beschäftigt er sich natürlich vor allen Dingen auch mit dem Freihandelsabkommen, also insbesondere als im wissenschaftlichen Beirat von Attac, und in diesen ganzen Kampagnen ist er jetzt im Moment natürlich sehr beschäftigt. Umso mehr hat er jetzt auch selber sich gefreut, dass er mal wieder ein Thema wie dieses hat und etwas grundsätzlicher ausholen kann. Er hat auch vor ein paar Monaten ein ganzes Wochenende zum Thema Geld moderiert, ein Geldreform-Wochenende, kann man sagen, von Geldreformen, das du moderiert hast. Finanzmarktlage. Ja. Ja, immer wieder. Genau. Und ist insofern also der Mann der Stunde. Und Harry, du hast das Wort. Und wie lange wird etwa dein Vortrag dauern? Eine Stunde? Würdest du mir einfach sagen, wenn eine Dreiviertelstunde irgendwie ist? Ja, okay. Ja, also um halb. Jetzt ist es 5:20 und dann um 8:30. Und Raul Claro möchte noch ganz kurz etwas sagen, was dann als Unterschriftenliste die Runde macht. Also Sie haben gehört von diesem Abkommen USA-Europa. Attac führt seit einigen Jahren eine Kampagne dagegen. Und jetzt machen wir eine Unterschriftensammlung, eine sogenannte selbstorganisierte europäische Bürgerinitiative. Die eigentliche ist von der EU-Kommission abgelehnt worden. Deswegen haben wir gemeint, wir machen es selber. Wir müssen 1 Million Unterschriften sammeln. Inzwischen sind über 600.000 dabei. Aber jetzt lasse ich dann dieses Blatt oder diese Blätter herumlaufen, falls Sie auch eine Unterschrift leisten wollen. Also jedes Blatt fasst 10 mögliche Unterschriften. Einige sind schon halb voll. Also, wenn Sie unterschreiben und das voll wird, dann legen Sie einfach die Seite da hinten und dann kommt die nächste rein. Man kann es auch über Internet machen. Die Adresse steht auch hier rechts oben, falls Sie das lieber tun. Also, ich lasse das durchgehen für diejenigen, die unterschreiben wollen. Ja, vielen Dank. So, also ich soll das Mikrofon nehmen. Ist es zu aufdringlich? Nein. Passt so? Ja. Ist gut, dann kann keiner einschlafen, weil wegen der Zeitumstellung, das ist ja kurz vor Mitternacht. Also, ein Glück, dass wir diese Anti-TTIP-Kampagne nicht schon seit mehreren Jahren machen, weil, also ich bin jetzt dieses Jahr durch Deutschland gefahren, habe ungefähr 45 Mal diese Anti-TTIP, diese Veranstaltungen gemacht, und es hängt einem irgendwann überall aus, aber trotzdem, es muss sein, und offensichtlich machen wir nächstes Jahr auch weiter, also ich mache auch nächstes Jahr weiter, obwohl es Themen gibt, die mich viel mehr interessieren. Und das gehört dazu im Prinzip, und ich bin da ziemlich draußen aus dem Thema. Ich habe das eben übernommen, weil ich mir dachte, ich will auch mal wieder was anderes machen. Und deswegen bin ich jetzt ja hier nicht sattelfest bis in die letzte Nachkommastelle und möchte auch was versuchen, weil das heißt ja Attac Palaver. Also ich denke mir, das ist jetzt ja nicht unbedingt so, dass ich hier jetzt Geldtheorie vorwärts und rückwärts machen muss, sondern ich möchte mal auch wirklich motivieren, warum ich denke, wie ich denke. Und deswegen ist Geld nur ein zentraler Punkt. Aber es kommt viel drumherum. Weil wir haben nämlich auch in unserer Gesellschaft viel um dieses Geld herum. Und das ist auch eine ganze Menge, die ich mir vorgenommen habe. Gegenwartsproblem, Wachstum. Ja, das mit den Wachstumszwängen. Woher kommen die eigentlich? Rebound, Wachstumsrebound. Da geht es um diese, funktionieren Effizienzstrategien eigentlich auf diesem Planeten? Können wir effizienter werden, um nachhaltig zu werden? 2 Sätze dazu. Wachstumszwänge, Geld, was ist das? Schulden. Wie machtvoll ist Geld? Was bedeuten Schulden eigentlich? R größer G, das weiß jetzt vielleicht auch schon die Hälfte hier und sagen, was das bedeutet. Geldordnung der Zukunft. Mit einem Fragezeichen versehen, weil ich weiß das auch nicht. Ja, also ich bin hier offen für Diskussionen und für weitere Erfahrungen. Ich habe keinen Superplan, weder Vollgeld noch Regelwährungen noch Keynes Masterplan und sonst. Ja, weil alles ist mit meines Erachtens vielen Fragezeichen zu versehen. So wie ich sozialisiert worden bin, wie ich überhaupt zum Bewegungsarbeiter geworden bin, also ich bezeichne mich als Bewegungsarbeiter, das heißt, ich möchte Sie motivieren, sich politisch zu engagieren, und zwar vorwiegend in einem Raum
vor den politischen Parteien, weil alles, was irgendwie fundamental neu war, was fundamentale Umdenkprozesse benötigt hat, wurde von außen an Parteienapparate herangedacht. Ob das jetzt die Antisklavereibewegung war oder die Bürgerrechtsbewegung oder die Anti-Atom-Bewegung, die Ökologiebewegung. Und wenn wir es schaffen wollen, hier nachhaltig zu werden, trotz dieser Globalisierung auf diesem Planeten, trotz dieses Standortwettbewerbs, dann werden wir uns ganz schön viel Neues einfallen lassen müssen. Wie das genau auszuschauen hat, muss man noch diskutieren. Also auf jeden Fall, das ist nicht mal München, das ist Augsburg. Die können das auch alles völlig zupflastern und hier kann man alles abholzen. Ich meine, das sind einfach, ich möchte diese Bilder zeigen, um zu zeigen, dass es auf diesem Planeten ganz schön zugeht. Und eine Diskussion über Geld nicht abstrakt heißt, ja, also wie könnte man denn hier diesen Wachstumszwang verändern? Sondern da existieren ganz reale Probleme. Ja, oder eben dieses. Ja, da kommt eine Lobby, eine Kohlelobby und haut mal kurz eine Energiewende kurz und klein. Können wir uns das gefallen lassen? Wie viel Prozent Schuld trägt daran das Geld? Ist das noch relevant oder muss man einfach kämpfen? Ja. Oder vielleicht das hier? Also ich will aber keinen Suizidal machen hier jetzt. Also Artensterben. Längst die Belastungsgrenzen überschritten. Stickstoffkreislauf. Klimawandel. Wir sind bereits weit jenseits der planetaren Belastungsgrenzen. Flächenverbrauch, ich weiß nicht, ich glaube, da sind wir auch schon weit. Weit drüber. Versauerung der Meere. Süßwasserverbrauch. Bodendegradation. Und so weiter. Das sind Probleme, mit sowas war die Menschheit noch nie konfrontiert als Ganze. Mit solchen Problemen waren die Leute auf den Osterinseln konfrontiert oder in anderen abgekapselten Ökosystemen. Was wir jetzt haben, ist eine Dichte überall Menschen. Keiner kann mehr in die USA auswandern. Wie geht es weiter? Und diese Fragen zu beantworten, das ist das, was mich umtreibt. Ich kann nicht einfach isoliert mir irgendein Problem rauspicken, zum Beispiel Geld, und dann darüber Lösungen nachdenken, sondern ich versuche das alles zumindest so halbwegs im Blick zu haben. Und das macht es mir schwer. Vor allem, weil wir da so ein System haben, das ist regelrecht unsere Vergesellschaftungsform, und dieses System irgendwie an die Leine zu nehmen, da hatten wir mal so eine Finanzkrise 2007, 2008, 2009, und da haben dann Leute sich Mikrofone geschnappt und haben gesagt, Banken dürfen nie wieder so groß sein, dass sie zu groß zum Scheitern sind. Und zwei Wochen später kommt dann einer von diesen zwei Stones, SPD-Politikern, und sagt, warum sollte man denn die Deutsche Bank zerschlagen? Wenn Deutschland eine ordentliche Rolle in der Welt spielen will, dann ist es doch angesagt, dass wir eher zwei Global Player haben. Ja. Also die erste Aussage war natürlich von Frau Merkel. Ja. Also dieses, dass man eine Krise hätte, eine Kapitalismuskrise, kann man nicht sagen. Ne? Kapitalismus, der geht über vieles einfach hinweg und integriert alles Mögliche. Und er integriert natürlich auch in seiner Wachstumseuphorie diese Idee des Green Growth, dass man also durch Effizienzstrategien plötzlich ökologisch perfekt werden könnte. Und was ist der Kernpunkt meiner Kritik daran? Den sieht man hier links. Ja? Also ein Kühlschrank mag vielleicht besser gedämmt sein, aber er ist jetzt um so viel größer und luxuriöser, dass er trotzdem mehr Strom verbraucht. Oder hier, was wir alle lieben. Es ist zweifelhaft, ob man VW Käfer mit 7,5 Litern fahren kann. Also es gibt auch welche, die behaupten, ich brauche mindestens 11, aber meines Erachtens mit 9 Litern, das ging schon. Aber man kann auch einen New Beetle nicht mit 7,1 Litern fahren. Aber um was es hier geht, ist, sämtlicher technischer Fortschritt ging in mehr Gewicht, mehr PS, mehr Geschwindigkeit, mehr Luxus. Elektrische Scheibenheber, so super. Ja, und der Familienpapi, der 1970 sich ein neues Auto, ein R4 gekauft hat oder so, ein VW Käfer, der hatte genau dieselben Glücksgefühle, wie wenn heute der Familienpapi sich den ersten BMW X7. Das ist kein Fortschritt, es ist nur anders. Vielleicht bis auf den elektrischen Fensterheber. Okay, Bumerang-Effekt. Hier vielleicht noch ganz instruktiv. Man sagt ja, die Häuser werden immer besser gedämmt. Dann sieht man den Raumwärmebedarf pro Kopf oben. Das ist also eine Linie, die geht irgendwie gar nicht runter. Die rote, die blaue geht runter. Raumwärmebedarf pro Quadratmeter Wohnfläche. Und das wird wunderbar kompensiert durch die Zunahme der Wohnfläche pro Kopf. Das funktioniert so nicht.
Stellen Sie sich mal vor, Sie nehmen 40.000 Euro in die Hand, wenn man sie gerade zufällig übrig hat, gibt ja so Leute, und isoliert sein Haus richtig gut, oder 80.000 Euro. Und dann spart man, nachdem also alles gemacht worden ist, dann spart man plötzlich jedes Jahr 1.000 Euro Heizkosten. Was machen Sie mit diesen 1.000 Euro? Flugreisen. Jedes Jahr noch mehr. Dann braucht man das Haus nicht dämmen. Oder neue Handys. Südostasiatische Unterhaltungselektronik. Na, die Industriekundenpreise für Strom in Südostasien sind viel kleiner als die Endkundenpreise bei uns hier. Das heißt also, wenn man so ein Handy hat, dann kann, und das hat 500 Euro gekostet zum Beispiel, und dieses Handy hat dann unter Umständen schon wesentlich mehr CO2 emittiert, als wenn sie hier für 500 Euro einfach nur Öl verbrannt hätten. Bringt auch nichts. Was machen Sie mit diesem Geld? Was machen Sie mit den 1.000 Euro? Schwierig. Vielleicht weniger arbeiten. Das wäre gut. Aber wenn dann ein anderer mehr arbeitet, war es schon wieder nichts. Das ist schwierig. Und das ist eine ganz ernste Frage. Und diese Frage, diese problematische Beantwortung, die ist genau der Grund dafür, warum diese Effizienzstrategien alle nicht funktionieren, sondern der Energieverbrauch immer weiter steigt. Wir haben Wachstum. Und irgendwohin finden wir dann schon Wege, wo wir dieses Geld hinbringen können. Ja, oder Wärme. Effizienzrevolution. Man sieht hier wunderbar an diesem unteren Strich, wie nach dem Zusammenbruch der ostdeutschen Industrie eben die Produktion von einem BIP-Euro immer weniger wärmeenergieintensiv wurde. Aber dann haben wir eine flache Linie. Also rein empirisch. In diesem Zeitraum, da zwischen 2002 und 2011, wurden überhaupt nicht effizienter. Obwohl alle pausenlos davon reden. Nein, wir haben einfach Wachstum. Und Effizienzreserven sind auch irgendwann erschöpft. Und wie kommen wir aus diesem Wachstum raus? Ziemlich schwierig. Und deswegen, das ist auch der Grund, weswegen ich jetzt nur noch an diesem TTIP arbeite. Wir haben diese Freihandelsideologie. Die Freihandelsideologie, die direkt in den Standortwettbewerb hineinführt. Und ich mache mal eine ganz steile These. Ich glaube, dass sämtliche Klimakonferenzen auf diesem Planeten deswegen gescheitert sind, weil kein Staat dieser Erde seine Industrie auch nur um einen Cent zusätzlich belasten möchte. Weil er könnte ja irgendwo irgendwelche Wettbewerbsvorteile verlieren. Diese Freihandelsideologie, ich bin seit 25 Jahren ungefähr so ein politisch denkender Mensch, und das ist immer genau dasselbe. Aufgrund des Standortwettbewerbs können wir uns dies und jenes nicht leisten. Der Wettbewerb ist das, was uns kaputt macht, was uns die Gestaltungsfreiheiten nimmt. Allein die Produktivität soll entscheiden, das kommt noch dazu. Es geht nicht darum, dass man sagt, okay, wir machen Freihandel, und wenn mal irgendwo nicht produktiv ist, dann kann man ja da ein bisschen subventionieren, und dann ist man wieder produktiv genug, dann ist man nicht produktiv genug, aber billig genug, um mit den anderen mitzuhalten. Das soll ja genau nicht passieren. Und dann in Ravensburg zum Beispiel, wunderbar, alles ist voller Äpfeln, der chilenische Apfel im Supermarkt billiger ist als der lokal angebaute Apfel, dann muss sich doch die Bevölkerung die Frage stellen dürfen, ist das denn irgendwie sinnvoll? Wenn man aber diese Frage stellt, dann steckt man automatisch fest in dieser Freihandelsdoktrin. Es geht nicht, soll nicht sein, die Marktkräfte dürfen nicht verzerrt werden. Ganz Österreich stellt sich gegen dieses Freihandelsabkommen, weil auch Faymann, der Bundeskanzler von Österreich, genau weiß, so eine schräge, so eine Bergalm, Bergwiese, Schrägwiese, die ist nicht so schnell zu mähen wie eine flache Wiese. Und Subventionen sollen ja eigentlich auch nicht bezahlt werden. Also die Bauern, die Bergbauern, die sollen doch bitte schön Pleite machen, umlernen, Informatiker werden und dann mehr Geld verdienen. Ja, das ist ja das Ziel des Freihandels, dass man einen Strukturwandel anstoßt, genauso wie bei der Textilindustrie-Niedergang in Deutschland in den vergangenen 40 Jahren, dass die Leute umlernen, was anderes machen und dann eben Maschinen bauen. Das heißt also nichts mehr Bergbauern. Kultur aus, Fortschritt heißt Geld scheffeln. Ja, also dieses Problem, das steckt da alles in dieser Freihandelsideologie drin. Das ist ein Kurzschluss verschiedener Kulturen. Und das heißt Standortwettbewerb. Dann haben wir globale Finanzmärkte, da geht es nicht mehr darum, dass irgendwo Gewinne erzielt werden, sondern dass Gewinne maximiert werden. Und dass irgendein Unternehmen, wie zum Beispiel eine Kreissparkasse oder irgendeine Genossenschaftsbank, einfach nur kostendeckend arbeitet und überhaupt keine Gewinne rauszieht. Das ist ja schon ewig gestrig, oder? Ja, sondern es geht um Renditemaximierung. Wenn 20% zu wenig sind, dann müssen sie eben 25% werden.
immer globale Unternehmen, die sich mal schnell irgendwo einen Autobahnanschluss hinbauen lassen. Welcher Mittelständler schafft das? Also es ist doch eine komische Verzerrung. Größe bringt politische und bringt ökonomische Vorteile. Die FDPler bis nach dem Zweiten Weltkrieg, so diese ordoliberale Schule, hat klipp und klar gesagt, ein Unternehmen darf keine Macht besitzen. Es darf nicht nur keine Macht ausüben, sondern es darf höchstens so groß sein, dass es keine Macht besitzt. Das ist ja geradezu vorrevolutionär. Ne? Okay. Die Zeiten sind leider vorbei, wenn man neoliberale Ideologie, Ablehnung sämtlicher staatlicher Steuerung, Ablehnung von politischen und gesellschaftlichen Zielen jenseits der Marktkoordination. Das ist der Ist-Zustand. Und Ökologie verkommt hier natürlich völlig zu irgendwelchen Schönwetterbekundungen. Wachstum im Kapitalismus, Punkt 1, Konkurrenz, Wettbewerb. Da kommt der Wachstumszwang her. Es ist der ständig getriebene Unternehmer, der ständig versucht, diese sinkende Profitraten abzuwehren. Also stellen Sie sich mal vor, wir haben 5 Teppichwerke. 5 Teppichwerke in Deutschland oder in Europa und die versuchen also quasi sich gegenseitig die Kundschaft abspenstig zu machen durch immer neue Muster und durch größere Maschinen, die Teppiche billiger machen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, es gäbe keine Innovation. Dann könnten die noch ein bisschen abkupfern, was die anderen so machen und dann können sie noch die Löhne drücken bis knapp über das Existenzminimum, also bis kurz bevor die Arbeiter verhungern oder mal sagen, sie sind alle in Tarifverträgen, dann ist es auch gut. Auf jeden Fall können sie dann an den Löhnen auch nichts mehr machen. Und irgendwann hat man dann so ein Steady State. Dann denkt sich einer von diesen Unternehmern, okay, ich verzichte mal kurz auf meinen Unternehmerlohn und dann kann ich doch wieder billiger produzieren, dann kaufen viele bei mir und dann steigt so hintenrum doch wieder mein Unternehmerlohn, weil ich ja dann eben ein Wachstum habe. Auch ohne Innovation. Ich verzichte kurzfristig auf Unternehmerlohn, auf Gewinne und hintenrum wachse ich dann und kompensiere das Ganze. Das Dumme ist nur, dass die 4 anderen Teppichwerksbesitzer auf denselben Gedanken kommen und zu guter Letzt wird einer übrig bleiben oder sie werden Preise absprechen. Auf jeden Fall funktioniert der Kapitalismus nicht. Der Wettbewerb wird irgendwie kaputt gehen oder die Unternehmen werden kaputt gehen. Daraus folgt, entweder die Unternehmer schaffen es irgendwie innovativ zu sein. Innovationen heißt neue Muster, neue Kaufanreize, billigere Preise und damit ihre Gewinnmargen zu halten. Oder der Konkurrenzmechanismus geht kaputt. Also entweder Wachstum oder Krise. Es geht nicht anders. Das kommt allein aus dem Konkurrenzprinzip heraus. Und das ist jetzt nicht meine eigene Meinung. Es gab auch diese Menschen mit dem weißen Bart oder Schumpeter und viele andere, die wussten das natürlich auch. Das ist einfach dieser kreative Zerstörer, der Unternehmer, der braucht das, um zu überleben. Der muss Innovation machen. Innovation ist aber nicht dazu da, dass es der Gesellschaft besser geht, sondern es ist ein Selbstzweck. Es ist sein Unternehmensziel. Er muss innovativ sein, sonst geht er ein. Ja? Also Bedürfnisbefriedigung ist nicht Ziel des Kapitalismus, sondern es geht um Innovation als reinen Selbstzweck. Das sind renditemaximierende Zukunftsinvestitionen. Jede dieser Unternehmerentscheidungen ist eine Zukunftsentscheidung. Jeden Tag werden Millionen von Zukunftsentscheidungen gefällt. Und zwar auf der Basis von diesem Prinzip. Ja? Also quasi Wettbewerb. Die Profitraten sinken, wie schaffe ich es, die wieder hochzubringen? Da geht es nicht darum, dass es der Gesellschaft besser geht, sondern geht es darum, wie schaffe ich es, einen Menschen dazu zu bringen, eine neue Sony-Spielkonsole oder einen BMW X7 zu kaufen. Ja? Ob es einem da besser danach geht, ob das dann einer Gesellschaft oder einem Planeten gut tut, das ist völlig wurscht. Und dann Suche neuer bzw. Ausdehnung von Märkten kommt natürlich dazu. Vorhin ging es hier ein bisschen um den AK Wasser. Also Wasser ist bei uns noch überwiegend eine öffentliche Dienstleistung. Und wie kriegt man da jetzt die Märkte hin? Wie kann man da versuchen, alles zu privatisieren? Wie schafft man da, an den öffentlichen Dienstleistungen zu knappern? Ja, dann sind wir schon wieder bei dem Freihandelsabkommen. Okay, dann haben wir natürlich das war jetzt die Konkurrenzseite. Das ist also richtiger Wachstumszwang. Dann haben wir hier Shareholder-Value-Orientierung, Renditemaximierung. Dass 20% überhaupt nicht mehr reichen. Dann haben wir dieses Vorfinanzieren mit Fremdkapital. Dann muss man Zins erwirtschaften und das funktioniert natürlich viel leichter, wenn die Wirtschaft wächst. Wenn das Unternehmen, das den Kredit aufgenommen hat, wächst. Und dann haben wir dieses Geld als Eintrittskarte für alles, deswegen sparen wir alle und freuen uns darauf, dass wir Zinsen bekommen. Jetzt greife ich so ein paar Folien vor. Was steckt denn da dahinter? Geld hier. Nichts anderes.
Das ist einfach Geldgier. Und wenn wir jetzt den Zins abschaffen wollen, dann wird sich unsere Geldgier irgendwas Neues suchen, wieder wo wir vielleicht unser Geld vermehren können. Also so einfach funktioniert es nicht. Entweder der Mensch verändert sich oder die Geldgier sucht sich ein neues Ventil. Dann haben wir hier natürlich noch das übliche Schaffung von Spielräumen zur Umverteilung, weil es ist ganz klar, wenn eine Wirtschaft nicht mehr wächst und man möchte eine gerechtere Gesellschaft, dann muss man den Reicheren was wegnehmen und den Armen geben. Und wenn eine Wirtschaft ordentlich wächst, dann kann man den Zugewinn gerechter verteilen und das tut keinem weh. So, dann haben wir den Konsum als Ersatzbefriedigung in einer anonym individualistischen Marktgesellschaft. Dieses, dass Menschen nicht mehr zum Einkaufen gehen, wenn sie was brauchen, sondern als Unterhaltung und Samstag den ganzen Tag in irgendwelchen Einkaufszentren rumnehmen. Ohne dass man sich da jetzt großartig Gedanken macht, was denn das eigentlich bedeutet für einen selbst. Wenn man so also quasi sich Jacke um Jacke kauft und dann zwei Jahre später sich wundert, was ist das für eine Jacke? Die habe ich ja nie angehabt. Also die Soziologen, die sagen, das ist ein ganz übliches Phänomen. Ich verstehe es nicht. Kapitalismus ist positive Norm. Also es ist nicht nur einfach irgendetwas, sondern eine Vergesellschaftungsform. Und die erzieht den Menschen zu bestimmten Verhaltensweisen, zu Geldgier zum Beispiel. Es ist über alle Epochen vor dem Kapitalismus als was durchaus Negatives gesehen wurde. Und in der Zwischenzeit ist es eigentlich etwas, ohne dem kann man ja überhaupt nicht mehr existieren. Okay, was das Wesen des Geldes? Klassische inhaltliche Beschreibung steht in jedem Volkswirtschaftslehrbuch, Rechnungseinheit, Tauschmittel, Wertspeicher. Jeder verinnerlicht, aber es ist auch irgendwie ein sonderlich Besonderes. Es beschreibt nicht die Wirkung von Geld und das Wesen von Geld oder dieses Geldes, womit ich meine Steuern bezahle. Oder da, solche kommen dann schon eher hin. Geld ist eine Denkform, sowas wie Sprache. Sie können vielleicht Bilder träumen, aber im Allgemeinen denken Sie in Worten und Sätzen, lesen und erfassen irgendetwas über Sprache. Und Geld ist etwas Ähnliches. Geld ist etwas, ist eine Denkform, und das Denkformen sind Gewohnheiten des Geistes. Sie erzeugen Argumente, ohne selbst in dieser Funktion erkannt zu werden. Das heißt, es ist viel mehr als nur eine Recheneinheit, sondern Karl-Heinz Brodbeck ist ein Buddhist und Volkswirtschaftsprofessor, der sagt ziemlich eindeutig, dass sich das Rechnen und das Geld gleichzeitig entwickelt haben, dieses Berechnen. Das ist etwas, das den Menschen auszeichnet seit ungefähr 5000 Jahren. Womit ich dann automatisch auch beim David Gräber bin, der dieses wunderbare Buch Schulden die letzten 5000 Jahre geschrieben hat, zu dem ich auch gleich noch komme. Ja, auf jeden Fall, unsere Art zu denken, wahrzunehmen, die Gesellschaft zu erklären, hat sehr, sehr viel mit Kategorien zu tun, die uns durch Geld überhaupt eingesetzt werden, die wir überhaupt nicht ordentlich reflektieren, wir denken stets in etwas, wenn wir etwas denken. Also wir haben Aufforderung, versuche nicht rechnend zu entscheiden. Ja, viele versteckte Wirkungen von Geld, und jetzt habe ich mal ein paar aufgeschrieben hier. Geld anonymisiert Abhängigkeiten. Man weiß nicht mehr, woran man ist. Es reduziert persönliche Bindungen und Verpflichtungen. Also es ist dieses Versprechen von der individuellen Freiheit. Also ich habe Geld, damit bin ich unabhängig. Aber ich bin natürlich auch abhängig von ziemlich vielen, zum Beispiel von meinem Job und nicht mehr von anderen Menschen. Es ist ein Austausch von Wahlverwandten oder dem Stamm durch Geld. Tickt im Hintergrund. Geld reduziert kooperatives Verhalten, erhöht die Selbstbezüglichkeit. Also kann man natürlich viele Studien anführen und außerdem sollte man das ja 10-mal vorlesen. Geld reduziert kooperatives Verhalten. Je mehr wir in Kategorien von Geld denken, desto mehr werden wir davon besessen. Geld setzt alles miteinander in Beziehung. Also eigentlich hätte jetzt weiter oben was kommen sollen. Klar, und zwar, es setzt alles in eindeutige Beziehung. Wir haben also Relativpreisniveaus. Wir können ausdrücken, wie viel ein Pferd in Nägeln oder Brillengestellen wert ist. Und zwar recht eindeutig. Und das war vor 5000 Jahren noch nicht so. Das war noch nicht mal im frühen und mittleren Mittelalter so, wo man ja dann Münzen hatte, die völlig unterschiedlich waren. Aber da gab es ja welche aus Kupfer und dann welche aus Silber und welche aus Gold. Und die waren unter Umständen überhaupt nicht richtig ineinander konvertierbar und bestimmte Dinge mit den einen und bestimmte Dinge mit den anderen bezahlt. Also da gab es Grenzen und völlig verschiedene Arten von Produkten, die nicht gleich gemacht wurden durch
die hat so ein Relativpreisniveau. Dann Geld vermittelt Zugriff auf alles nur Herstellbare, auf kreatives Potenzial. Geldsteuer steuert natürlich automatisch immer auch, wer Zugriff hat. Geld erzwingt die Antizipation der Zukunft und beeinflusst sie so. Auch das finde ich ein sehr wichtiges Argument. Das ist genau das, in was ich investiere, ist das, wo ich Hoffnungen habe, dass ich dann später einen Mehrwert daraus ziehen kann. Und das ist eben nicht unbedingt das, was das Vernünftige wäre. Einen Mehrwert in Sachen Geld oder einen Mehrwert in Sachen Familie oder Gesellschaft oder Umwelt oder Gleichheit oder sonst was. Geld verlängert Ereignisketten, holt Fernes heran, erhöht die Distanz zu nahen. Ja. Und der Ravensburger Apfel, der wächst zwar direkt um die Ecke, aber der chilenische Apfel ist mir näher, weil er billiger ist. Okay, noch ein paar Folien dazu. Für einen Armen heißt, Geld ist ein Tauschmittel, ein Disziplinierungsmittel, Schuld. Und für einen Reichen ist Geld Kapital. Ja. Kapital ist Geld, das den Anspruch hat, investiert zu werden, vermehrt zurückzufließen. Das ist Kapital, ganz klassisch. Und die Verheißung des Geldes ist erfüllt, wenn es vermehrt zurückfließt. Kapitalwachstum ist zwar kein Gesetz, aber ein gesellschaftlicher Imperativ von religiöser Unbedingtheit. Das war hier ein sehr schönen, treffenden Satz, der hier vielleicht als Abbringung ganz gut passt. Und Denken in Geldkategorien beherrscht Zeit, Raum, soziale Welt, die Welt der Sachen. Und der Zins, ganz kurz dazu, das Wesen des Zinses, ist Zins etwas Natürliches? Könnte man meinen, so allgegenwärtig wie er ist. Aber natürlich ist er kein natürliches Phänomen, sondern, und Märkte sind auch kein natürliches Phänomen. Ein Zins ist ein Produkt der Eigentumsordnung und ein soziales Phänomen. Verleiht Geld an einen Freund gegen Zins. Hat vielleicht der ein oder andere schon mal gemacht? Gegen Zins? Nee, geht nicht. Das ist völlig unmöglich. Das heißt, man braucht eine anonyme Gesellschaft, damit sowas überhaupt existieren kann, wie ein Zins. Da ist man dann natürlich auch schnell dabei. Vor 5000 Jahren gab es das nicht. Gab es dieses mit den Zinsen nicht. Da hat man sich gekannt. Du darfst von deinem Bruder keine Zinsen nehmen und von einem Ausländer darfst du Zinsen nehmen. Schon in der Bibel verankert. Rottbeck wieder. Der Zins ist der formale Ausdruck der Geldgier. Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals ist keine rationale Handlungssteuerung, sondern irrationale Leidenschaft. Gewinnerzielung ist nun mal Motor und Sinn des Kapitalismus. Dass sich der Zins abschaffen, habe ich vorhin schon angedeutet. Die Ursache für den Zins ist ein Handlungsmotiv. Das Zinsverbot verwechselt Ursache und Symptom. Also so wird es vielleicht klar. Der Zins ist ein Symptom, nämlich Geldgier. Der Ausdruck der Geldgier der Menschen. Oder der Ausdruck dessen, dass man Zins nehmen kann, weil man in einer Machtposition ist. Ausdruck dessen, dass man Besitz hat und diesen verleihen kann. Der andere hat keinen Besitz. Also man spricht nicht auf Augenhöhe miteinander, sondern da ist einer unten und der Geldverleiher ist oben. Und dieser Geldverleiher, der hat ein Motiv, er will sein Geld vermehren. Entweder Menschen machen sich oder der Zins sucht sich neuen Namen. Ja, ich fand schon gesagt. Früher hieß es Wechsel, als Islamic Banking, da sagt man dann, es gibt keinen Zins, aber es gibt halt eine Gewinnbeteiligung. Und diese Gewinnbeteiligung, die funktioniert so, dass man eine formale Risikobeteiligung herstellt. Und wenn man macht eine winzig kleine Risikobeteiligung und schon ist Zins oder eben Gewinn nehmen auch im Islam erlaubt. Das ist klar. Es wird immer gesagt, auf der einen Seite ist der Zins, das heißt risikolos verleihe ich etwas und nehme einen Zins. Oder ich investiere in ein Zukunftsobjekt, in eine neue Halle und trage damit ein Risiko als Unternehmer und deswegen nehme ich dann einen Gewinn mit. Also einmal trage ich ein Risiko und einmal trage ich kein Risiko. Wenn ich ein Risiko trage, dann ist es erlaubt. Wenn ich kein Risiko trage, dann ist es verboten. Also Zins nehmen ist verboten, Gewinnmitnahme ist erlaubt. Aber man kann sich ja vorstellen, dass zwischen keinem Risiko und hohem Risiko, das ist ja also so ein Regler, so beliebig einstellbar. So macht man halt beim Islamic Banking so ein bisschen ein formales Risiko
das auch keinem wehtut. Und schon ist es erlaubt. Die Leute wollen eben geldgierig sein. Überall auf der Welt in diesem Wirtschaftssystem. Also wesentlich ist eine Änderung der Handlungsmotive. Gesell sagt zum Beispiel, jeder, der etwas zum Markt trägt, ist von demselben Geist beseelt, so hohe Preise zu fordern, wie es die Marktverhältnisse irgendwie gestatten. Und jeder sucht sich zu entschulden, indem er sich auf die unpersönlichen Marktverhältnisse beruft. Der Geist ist wieder, das ist einfach der Geist der Geldgier und jeder Marktteilnehmer ist davon beseelt. Handeln innerhalb unpersönlicher Marktverhältnisse, die ihrerseits durch handelnde Personen mit bestimmten Motivationen geschaffen wurden. Das sind keine natürlichen Prozesse. Globalisierung ist nichts Natürliches, es ist menschengemacht. Die Globalisierung ist genau so gesteuert worden. Ja, auf jeden Fall, Geldgier ist sicher nicht durch marktimmanente Reformen auflösbar. Wann war das? Jetzt machen wir eine Minute Zitate. Wir müssen unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfänden, um in der Hungerzeit Getreide zu bekommen. Auf unsere Felder und Weinberge müssen wir Geld aufnehmen für die Steuern des Königs. Steuern des Königs. Wir sind doch vom selben Fleisch wie unsere Stammesbrüder, unsere Kinder, sind ihren Kindern gleich und doch müssen wir unsere Söhne und Töchter als Sklaven dienen lassen. Geschätztes Alter, 1000 Jahre, 2000 Jahre, 3000 Jahre? Ist es nicht völlig egal? Ja? Eigentlich ist es völlig egal, es kann auch vor 100 Jahren in irgendeinem Entwicklungsland gewesen sein. Es durchzieht unsere komplette Entwicklungsgeschichte diese Form von Geld. Schuld. Und damit sind wir bei David Graeber. Was sind seine Kernaussagen in diesem dicken Buch? Das haben bestimmt einige gelesen. Aber eben einige bestimmt auch nicht. Und das ist wirklich eine Empfehlung. Wer eben Angst vor diesem dicken Buch hat, der möge einfach die letzten 50 Seiten lesen. Danach wird er von vorne anfangen, dieses ganze Buch durchlesen. Versprochen. Ja, und diese letzten 50 Seiten sind erste Sahne. Okay, was sind seine Kerne, seine Grundaussagen? Die Ursache von Aufständen, Umstürzen, Revolutionen in Europa waren stets Situationen der Überschuldung. Immer dann, wenn es richtig haarig wurde, weil eben die Verschuldung des Staates, der Unternehmen oder der Bevölkerung zu groß geworden ist. Dann ging es Richtung Revolution. Und die Lösung war stets Entschuldung und oder Landreformen. Eine schlechte Lösung ist Entschuldung der Banken und Eliten. Dann hat man immer so eine dauerhafte vorrevolutionäre Lage gehabt. Und er bringt es ja an Hunderten von Beispielen, an sehr vielen Beispielen belegt er das. Schulden sind nicht nur technischer Natur, sondern ein machtgebundenes moralisches Prinzip. Damit will er sagen, Schuld ist ein Versprechen und dessen Einhaltung ist mit Gewalt durchsetzbar. Also auf der einen Seite dieses ganz menschliche Versprechen, ja, ich gebe dir das zurück, aber dahinter steht eben dieses, dass die Menschen nicht auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Geld verwandelt Moral in eine Sache unpersönlicher Arithmetik und rechtfertigt dabei Dinge, die ansonsten empörend oder obszön erscheinen würden. Ja? Das beste Beispiel ist meines Erachtens Griechenland. Die sollen ihre Schulden zurückbezahlen. Was interessiert mich dort, was die Leute zwischen 15 und 25, die überhaupt nichts dafür können, aber denen einfach alle Zukunftsperspektiven genommen werden. Das ist doch egal. Was interessieren die denn, den IWF oder die deutsche Regierung oder irgendwelche Banken, die eben dann die Schulden zurückbezahlt bekommen. Also man kann es schon noch obszön auch finden, aber in dem technischen Wald unserer Wirtschaftspresse findet man davon ziemlich wenig. Die haben uns Schlendrian gemacht und sollen es doch zahlen. Geldschulden sind durch Mathematik und Gewalt verdorbene Versprechen. Fand ich auch einen sehr starken Satz in diesem Buch. Okay, noch ein paar Kerne. Tauschhandel wird durch Geld bequem. Das ist ja immer dieses Beispiel aus 10.000 Volkswirtschaftslehre-Einführungsbüchern, in dem gesagt wird, man stelle sich vor, wir haben einen Bäcker, einen Metzger und einen Friseur. Der Friseur braucht Brot, der Bäcker braucht Fleisch und der Fleischer braucht einen Haarschnitt. Wir müssen also so Tausch machen ums Radl. Und deswegen ist es doch einfacher, wenn man es einfach alles mit Geld bezahlt. Und deswegen
wenn man so eine Tauschwirtschaft hat, man geht gar nicht anders. Wie hat es sich entwickelt? Erst war das Geld und dann die Tauschwirtschaft, weil andersrum geht es ja gar nicht. Ne? Erst war die Tauschwirtschaft und dann kommt das Geld dazu. Ist nicht richtig denkbar. Aber wie war es denn wirklich? Erst gab es Naturalkredite. Also das heißt, in einem Stamm gibt jemand einem anderen eine Kuh und der kann sich ziemlich sicher sein, dass er später irgendwas zurückbekommt. Weil man ein Stamm ist, weil man sich kennt. Und man weiß von der späteren Gegenleistung. Daher kommt auch dieses Thank you, da klingt es noch ein bisschen mit. Später, geldvermittelter Tausch, Geld mit Eigenwert, um Soldaten zu bezahlen. Ja, wurden halt Silbermünzen ausgegeben und die Bauern wurden dazu gezwungen, Steuern in Silbermünzen zu bezahlen und damit hatte man die Möglichkeit, Heere zu finanzieren. So kam das Geld in die Welt und nicht über einen wunderbaren, schönen kleinen Marktplatz. Das war erst später. Und das, also Gräber sagt, dass uns in der Ökonomie das alles falsch schon beigebracht worden ist, sondern sich die Geschichte der Menschheit anschaut, dann hat Geld immer etwas mit Machtpositionen zu tun, mit Krieg oder mit dem Herrschaftsmittel, dass eben plötzlich ein Kredit sich herauslöst aus einer Stammesgesellschaft. Ja, Freiheit war schon bei den Sumerern dann eben dieses Problem, dass das Ganze Rückkehr zur Mutter heißt, aus der Schuldknechtschaft wieder entlassen worden zu sein. Gegenwart, Verschuldung wird soziale Norm, ja, kann man so sagen, das ist immer nachgebunden, nicht alle müssen zurückzahlen, das haben wir wunderbar erlebt jetzt seit der Finanzkrise. Also die Häuselbauer zum Beispiel in den USA, die müssen zurückbezahlen und der größte Versicherungskonzern, das war diese AIG, glaube ich, ja, wie viel Geld hat die dann reingeschoben bekommen? 15 Milliarden, 20 Milliarden? 172 Milliarden. 172 Milliarden? Also ich hätte das eine ganze Größenordnung weniger getippt. Okay, das ist ein bisschen ungleiches Maß. Also kommt man auf die Art vielleicht schon näher an diese vorrevolutionäre Lage hin. Aber es war schon zu allen Zeiten so, dass nicht alle zurückzahlen mussten. Die finanziellen Imperative sollen uns alle zu Plünderern herabwürdigen, zu Menschen, die ihre Umwelt nur als Ansammlung von Dingen betrachten, die potenziell zu Geld gemacht werden können. Das ist so ein bisschen was wie ein Fazit von ihm. Und dann sagt er, wir müssen ein paar Ziele haben, wir müssen unsere Geldordnung in eine bestimmte Richtung weiterentwickeln. Und er sagt, wir brauchen vor allem wieder Netzwerke von Vertrauensbeziehungen, die auf Ehrgefühl und gegenseitiger Bindung beruhen. Denn was sind wir anderes als die Summe unserer Beziehungen zu anderen Menschen? Also da schwingt es schon ein bisschen an. Vielleicht sollten wir uns öfter gegenseitig Dinge leihen und schenken. Da sagt dann ein ganz berühmter Arzt, das habe ich schon wieder den Namen vergessen, der gute Arzt, das Buch hat er geschrieben, der sagt, Menschen sind helfensbedürftig. Ja, also das heißt, wir haben das Verlangen, anderen helfen zu dürfen. Ja, probieren Sie das mal aus, spielen Sie das mal durch, ganz faktisch. Zurück zum virtuellen Geld. Es geht darum, Kredite zu geben ohne Geld. Ja, da kannst du haben. Thank you. Ja. Dann Kampf zwischen Gläubiger, Schuldner, zwischen nochmal eins zurück. Und zwar, ich glaube, das ist sogar ein riesengroßes Problem in unseren ziemlich materiell durchsetzten Vorstadtsiedlungen. Da hat dann jeder seine Schlagbohrmaschine. Es gibt so eine schöne Studie, eine Schlagbohrmaschine, die lebt ungefähr 18 Minuten. Insgesamt, den Rest liegt sie tot im Keller. Das ist doch ein Wahnsinn. Aber wenn ich jetzt die verleihe oder mir von einem Nachbarn etwas leihe, wenn ich mir vom Nachbarn die Schlagbohrmaschine leihe, dann könnte es ja sein, dass er meinen könnte, er könnte sich dann von mir auch mal was leihen wollen. Und das ist ja bäh. Aber ist das wirklich so bäh? Vielleicht sollte man sich wieder ein bisschen erinnern, was man eigentlich ist. Okay, Kampf zwischen Gläubiger und Schuldner ersetzt den Kampf zwischen Reich und Arm. Das ist so dieses, auch wieder, da denke ich direkt an Griechenland. Das ist, es geht nicht mehr darum, diese Problemfälle, die Armut zu sehen, sondern die haben doch sehenden Auges ihre Kreditverträge unterschrieben. Dann sollen sie doch zurückzahlen. So kaltschnäuzig funktioniert Kredit auf Geldbasis. Dann geht es nicht weiter, doch hier.
wieder ein Zitat. Wenn wir das in historischer Perspektive betrachten, lernen wir, wenn Leute annehmen, dass Geld keine Sache ist, sondern ein Versprechen, ein soziales Arrangement, so wie im alten Mesopotamien oder im Mittelalter, dann muss man einen Mechanismus haben, das Ding nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Normalerweise heißt das, einen Mechanismus einzurichten, der die Schuldner schützt. Man kann periodische Schuldenschnitte machen, man kann Zinsen verbieten und stattdessen Gewinne teilen, man kann vieles tun, hat Gräber in einem Interview gesagt. Und in seinem Buch findet man zum Beispiel die Athener, die haben ganz massiv die Menschen bezahlt, dass sie wählen gehen, damit sie nicht verarmen, aber man hat es halt so ein bisschen geplant, ja. Gewählen kriegst du viel Geld. Also man kann die Zwecke auch ganz anders setzen, als man sie begründet. Ja? Und was könnte man heute alles machen? Das ja, kann man dann natürlich. Zinsen sind doch schon abgeschafft. Zinsen sind schon abgeschafft, dann das glaube ich nicht. Auch wenn die Zinsen zurzeit relativ niedrig sind. Ja, auf der Haubenseite sind sie abgeschafft. Ja, auf der Sollseite sind sie natürlich bei der Baufinanzierung auch so ungefähr abgeschafft. Aber das Problem ist ein anderes, das kommt dann gleich noch. Und zwar, wie kommt es denn dann, dass unsere Top 1% ihre Einkünfte auch dieses Jahr wieder um 6% steigern konnten? Also das ist doch das Komische, dann Zinsen sind weg und trotzdem geht es nach oben. Ich habe noch ein paar Zitate. Finanzmärkte sind kein Naturereignis, sie gehorchen keinem kurz- oder langfristig wirkenden Gesetz. Vielmehr sind sie der Ort, an dem die Geldgier sich selbst begegnet. Der Gedanke, man könnte die Geldgier überlisten und in den Dienst der Allgemeinheit stellen, hat sich als gefährliche Täuschung erwiesen. Vielmehr geht es darum, den von der Geldgier betriebenen Ruin nationaler Kulturen, Sozialsysteme und des Ökosystems zu verhindern und auf der Grundlage solcher Verhinderung bessere Lebensverhältnisse herzustellen. Es geht nicht um Umverteilen, sondern um ein Unterlassen von bornierten Verhaltensweisen. Also das ist wirklich ein Gegner dieses Geld- und Zinssystems, eigentlich des Geldes überhaupt, der das sagt. Und wenn er eben hier sagt, es geht nicht um Umverteilung, dann sagt er jetzt nicht, dass man nicht vernünftige Sozialpolitik machen sollte. Aber man muss sich überlegen, auf welches Ziel hin man umverteilt. Und ob dieses Ziel dann ein anderes Geldsystem ist oder eben etwas, wo man Menschen die Möglichkeit gibt, weniger Geld zu benötigen. Wer hat das gesagt? Ein etwas längerer? Entschuldigung, ist das eigentlich ein bisschen unscharf? Ach, das Interesse der Kaufleute aller Branchen in Handel und Gewerbe weicht stets vom Öffentlichen ab. Also ganz wichtig, das Individualinteresse ist ein anderes als das Gemeinwohl. Gelegentlich steht es ihm auch entgegen, dem Gemeinwohl. Kaufleute sind immer daran interessiert, den Markt zu erweitern und den Wettbewerb einzuschränken. Jeden Vorschlag zu einem neuen Gesetz oder einer neuen Regelung über den Handel, der von ihnen kommt, sollte man immer mit großer Vorsicht begegnen. Man sollte ihn auch niemals übernehmen, ohne ihn vorher gründlich und sorgfältig, ja misstrauisch und argwöhnisch geprüft zu haben. Denn er stammt von einer Gruppe von Menschen, deren Interesse niemals dem öffentlichen Wohl genau entspricht und die in der Regel viel mehr daran interessiert sind, die Allgemeinheit zu täuschen, ja sogar zu missbrauchen. Na, wer war das? Altes Athen? Altes Athen, nein, Adam Smith. Das fand ich hier drin, er ist eben doch auch ein Philosoph und nicht nur ein unsichtbarer Mann. Wann war das? Es ist zwingend, dass die wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger die Kreditvergabe im Auge behalten und intervenieren, wenn die Kredite für unproduktive, spekulative Zwecke verwendet werden. Das ist jetzt ganz... Wie? Das ist ganz banal. Das ist einfach ein Prof 1994 vor diesen ganzen Zerwürfnissen, wo eben eine Zentralbank Geld in den Markt pumpt und pumpt und pumpt und es kommt nicht in der Industrie an, weil die Leute das lieber spekulativ anlegen. Ganz banal. Ich habe das dahin gemacht, eben gerade wegen dieser Diskussion auch um Vollgeld, wo eben gesagt wird, man muss die ganze Geldordnung auf den Kopf stellen oder halt verändern. Aber
dieses Problem ist meines Erachtens das Vordringliche. Wenn man eben Geld in eine produktive Wirtschaft hineinhaben möchte und es aber spekulative Anlagemöglichkeiten gibt, dann funktioniert das nicht. Und dann muss man halt schauen, ob man diese Spekulation massiv eindämmt, untersagt, verbietet, mit viel Eigenkapital unterlegt und, wie es halt vor 30, 40 Jahren üblich war, dann käme man da schon weiter. Schauen wir uns noch kurz den Thomas Piketty an. Das haben auch bestimmt die meisten schon gehört, das System mit dieser tollen Formel. Systemimmanente Kritik ist das Ganze, der Wettbewerb funktioniert nicht und das sollte erst als zweites erscheinen, weil die Formel muss als erstes kommen. Kapitalrendite ist größer als die Wachstumsrate. Das ist ja das, was man eigentlich so meint, dass es sowieso die ganze Zeit da ist und uns umgibt, dass Menschen, die Geld haben, dieses Geld anlegen, mehr, eine höhere Steigerung ihres Einkommens hinkriegen als Menschen, die nur ihre Arbeitskraft verkaufen. Und der hat es halt jetzt mal auf wissenschaftlicher Basis mit unendlich viel Zahlenmaterial dargestellt und ist darüber weltberühmt geworden, weil das, was keiner glauben konnte, dieses Buch hat sich in den USA verkauft ohne Ende. Und jetzt gibt es auch auf Deutsch. Ich habe aber noch nicht, ich habe das Vorwort gelesen, aber da hat man ein bisschen Angst davor. Systemimmanente Kritik, der Wettbewerb funktioniert nicht, das sagt, diese Erbengesellschaft, in die wir wieder rauschen, ist alles andere als eine Leistungsgesellschaft. Ungleichheit führt zu Kriegen, der Krieg oder die Hyperinflation macht einen Reset, dann hat man wieder relative Gleichheit, im Bereich der relativen Gleichheit der Menschen hat man eine Prosperität, hohe Wirtschaftswachstumsraten und dann entwickelt sich die Ungleichheit wieder. Ja, ihr Wachstum der Spitzenvermögen um größer 6% im Moment, das, denke ich mal, das passt da genau dazu. Und dann haben wir den Piketty-Vorschlag, Vermögen und Schulden glatt zu stellen. So funktioniert unser Geldsystem. Die Vermögen sind die eine Seite und der Spiegel dazu sind die Schulden. Und das sind also Netto-Gesamtvermögen ist nahezu null. Aber leider eben gespalten in Vermögen und Schulden. Und er sagt, wir brauchen eine progressive Vermögenssteuer. Leute, die weniger als 1 Million Vermögen haben, die sollen gar nichts bezahlen. Und dann 1 bis 10 Millionen, eben zum Beispiel 0,5%, 10 bis 100 Millionen, 1-2%, über 100 Millionen, dann auch noch mehr Prozent Vermögensabgabe. Und mit diesen Vermögensabgaben sollen halt die Schulden glattgestellt werden. Durchsetzbar in welchem System? Das ist eben die Frage. Das ist halt eine fromme These, die klingt gut, das ist mit Sicherheit durch den Federstrich machbar. Wenn es die ganze Welt macht, dann wird es machbar. Leider steht es halt nur in dem Buch drin. Und dann weniger Geldpolitik machen, mehr Steuerpolitik. Ich sage also, wir brauchen einfach eine vernünftige Steuerpolitik und damit kämen wir weiter. So, und jetzt muss ich die neue Geldordnung vorstellen, das mache ich natürlich nicht. Ich sage nämlich, Geld muss unwichtiger werden. Irgendwie müssen wir es schaffen, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist, das anzuerkennen. Und wir müssen anerkennen, dass es ein Engagement jenseits von Lohnarbeit geben muss, dass Menschen mehr Zeit haben müssen, um eben dieses Beziehungswesen sein, ausleben zu können. Verantwortung heißt, die wächst im Nahfeld. Genau im Nahfeld kenne ich die Leute, genau dort will ich eingreifen, dort geht was, geht auch demokratisch was, heißt regionalisieren. Andere Formen von Kredit funktionieren höchstens im Umfeld. Mehr Zeit für Beziehungsflechte in der Region ist also die zentrale These. Und dieses Modell einer Zukunft, das denkt ein Mensch namens Nico Pech. Ja, also das, was mir da am allernächsten kommt, der sagt eben, klar, wir müssen nicht komplett weg von diesem globalisierten Konsum und wir müssen mit Sicherheit auch nicht hin zur Subsistenzwirtschaft. Das ist also völlig utopisch, so etwas zu predigen oder so etwas zu wünschen, funktioniert nicht. Sondern wir müssen irgendwo dazwischen sein. Aber wir müssen eben deutlich diesen Regler nach links verschieben. Und zwischen dieser Maßlosigkeit und Askese, da müssen wir eben auch gucken, wo wir hinwollen. Mit Sicherheit Askese. Nicht jeder wird zu einem Buddhisten. Wie stellt er sich das vor? Er sagt, das ist die geldbasierte Fremdversorgung, Input 40 Stunden Arbeit, Output Geld. Und jetzt sagt er, okay, wir brauchen ein kombiniertes Versorgungssystem. Input 20 Stunden Arbeit und dann mit den 20 gewonnenen Stunden machen wir Regionalversorgung, Subsistenzwirtschaft auch in der Stadt, Urban Gardenerin fällt jetzt darunter, Ehrenamt, sozialer Austausch, Nachbarschaftshilfe, Eigenarbeit, Erziehung, Pflege und so weiter. Und in diese Richtung hat ein Lohnarbeitssystem und ein Steuersystem umgestaltet zu werden.
Er sagt, da geht es um materielles Entrümpeln bei jedem von uns, Suffizienz, um Entschleunigen. Es geht um Entkommerzialisierung. Geld unwichtiger machen heißt entkommerzialisieren. Lokale Substanz, Reaktivierung von Eigenarbeit, handwerkliche Fähigkeiten, Gemeinschaftsgärten, Tauschgänge und so weiter, ist alles bekannt. Aber alles leider ziemlich klein. Und das ist das Problem. Deglobalisierung heißt regionale Versorgungssysteme, Regiogelder, regionale Direktvermarktung, regionale Wirtschaftskreisläufe stärken. Da bin ich schon wieder bei TTIP, bei der bei unserem Freihandelsproblem, das ist genau diese Gestaltungsmöglichkeiten kaputt macht oder immer weiter reduziert. Dann stoffliche Nullsummenspiele können wir optimieren, Nutzungsdauerverlängerung und so weiter und so fort. Und dann unten hier natürlich noch das, was ja Finanzmärkte, da habe ich vielleicht noch ein paar Sachen hingeschrieben, nee, habe ich nicht, Creditus Commons, also Gemeingüter optimieren und Werbung dafür machen, Vermögensteuern reaktivieren des Handwerks und Schulen, finde ich sehr spannend. Vor allem, wenn man einen Sohn in der zweiten Klasse hat, der gern bastelt und macht, denke ich mir, das sollte viel mehr in den Vordergrund geräumt werden als Abstraktion. Okay, eine andere Seite dazu ist eigentlich diese Gemeinwohlökonomie, wo ja eben unser Anreizsystem in die Richtung umgebogen werden soll, hat bestimmt auch schon wieder gehört, wo die eigentlich in allen Verfassungen der Welt ja schon drinstehen, auch in der bayerischen, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Und was will denn die Gemeinwohlökonomie anderes als diese Kernwidersprüche auflösen, die zwischen unserem Wirtschaftssystem und unseren Verfassungen existieren? Widerspruch zwischen dem Geist der Verfassung, Gemeinwohlorientierung, der realen Wirtschaft, Gewinnerzielung, Konkurrenz. Auflösen. Das ist eine Mittel-Zweck-Verwechslung. Wir wollen ja eigentlich das Mittelgeld verwenden, um den Zweck Gemeinwohlorientierung zu haben. Und jetzt haben wir nur noch Geld als Mittel und Zweck der Vermehrung. In diesem haben wir den Widerspruch zwischen gelebten Werten in der Ökonomie, Leistungsdenken, Machtstreben, Egoismus und so weiter, und in gelingenden Beziehungen, Kooperation, Vertrauen, Toleranz, Empathie. Das Zweite ist doch eigentlich auch das, was man sich wünscht. Weg vom Ellenbogen. Diesen Widerspruch aufzulösen, Anpassung der Wirtschaftsordnung an die Ziele und Werte der Verfassungen. Das wäre es eigentlich. Genau, das ist doch nicht so wichtig. Dann haben wir noch die Gemeinwohlmatrix, die ja nichts anderes bei ihm sagt. Auf der einen Seite die wichtigsten Werte in Gesellschaft, Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit. Und senkrecht, das sind die häufigsten Verfassungswerte demokratischer Staaten, die er da einfach hingeschrieben hat. Und senkrecht, also das heißt, nach rechts, Frage an das Unternehmen, wie verfassungstreu bin ich eigentlich? Und nach unten halt die Berührungsgruppen, die Stakeholder, Beschäftigte, Kunden, Anwohner, Lieferanten, Gesellschaft. So, und dann habe ich so eine Matrix, und da steht dann eben irgendwo drin, habe ich eine Matrix da? Nee, habe ich nicht. Da steht dann drin, zum Beispiel, wie geht dieses Unternehmen mit seinen Zulieferern um, nimmt es Verantwortung für diese Zulieferer, da kann dann ein Unternehmen Punkte sammeln. Und wenn es eben schlecht mit Zulieferern umgeht oder schlechte Löhne bezahlt oder giftige Produkte produziert, dann bekommt es da eben wenige oder gar keine Punkte. Und je nachdem, wie viele Punkte so ein Unternehmen sammelt, kann, sagt Christian Felber dann in seiner Gemeinwohlökonomie, so viele Steuern muss es dann zahlen. Wenn so ein Unternehmen richtig gut dasteht, dann nur zu den Besten gehört, muss es überhaupt keine Steuern zahlen. Die Schlechten, die werden eben unter die Knute genommen. Auf die Art könnte man hier vielleicht einen Schritt weiterkommen. Er gründet eine demokratische Bank in Österreich zurzeit, weil dort gibt es keine Alternativbanken. Und sagt er, es geht um die Kernaufgaben und sonst nichts. Sichere Spareinlagen, kostenloses Girokonto, günstige Kredite an kleine und mittelständische Unternehmen, kein Investmentbanking. Dann dieses kein Investmentbanking, dieses Ganze, was mit Eigenhandel zu tun hat, was mit Unternehmensbörsengängen zu tun hat, was mit komplexen Papieren zu tun hat, das fällt alles raus. Und dann funktioniert dieses Geldsystem immer noch. Nur werden wahrscheinlich 95% aller Bankangestellten arbeitslos. Und das ist ein Problem. Aber die brauchen wir ja in der Altenpflege, in der Jugendpflege, und überall. Die Stasi-Mitarbeiter sind ja auch arbeitslos geworden. Es gibt gewisse Bevölkerungsschichten, da wünsche ich mir, dass sie arbeitslos werden. Natürlich auch die in der Rüstungsindustrie. Also Gemeinwohlmaximierung, keine Gewinnausschüttung. Also da geht es darum, dass eine Bank keine Überschüsse produziert, sondern einfach kostendeckend arbeitet und aus. Gemeinwohlbilanz, geringe oder keine Sparzinsen, günstige Kredite für soziale und ökologische Projekte. In Österreich ist das Wolkenkuckucksheim, naja, nicht mehr ganz, wahrscheinlich werden sie nächstes Jahr aufmachen,
Und in Deutschland, genau, da kann man eigentlich sich den Weg zur Deutschen Bank längst sparen. Da kann man direkt zur GLS-Bank gehen. Das ist einfach eine tolle Bank, ist transparent. Da kann man wählen, wofür eine Bank Kredite vergeben soll. Unterstützt schon über 11.000 Projekte, Daten, riesen, also ein Riesenwachstum. Immer mehr Menschen denken sich, ja, ich will wissen, was mit meinem Geld passiert. Ich will, dass da was Vernünftiges passiert, dass in eine vernünftige Zukunft investiert wird. Ja, natürlich sind die auch genauso sicher wie alle Raiffeisenbanken. Und ja, vielleicht noch ein paar andere und weitere Hinweise. Vielleicht das, auf was Sie jetzt gewartet haben, Regiogeld. Ist Regiogeld, denke ich mir jetzt, ist was Sinnvolles. Ja, natürlich ist es was Sinnvolles, aber es ist natürlich sinnvoll, Kaufkraft in der Region zu halten. Aber das Problem ist, diese ganzen Regiogelder sind winzig und immer öfter gehen sie leider auch den Bach runter, wie der Berliner oder der Alto. Und auch beim Chiemgau sieht man diese Wachstumskurve, die ist nicht mehr so toll. Das ist nichts mehr von exponentiellem Wachstum. Weil das halt einfach einzelne Menschen sind, die da ihr Herzensblut hineingeben, wie Christian Gelleria im Chiemgauer. Aber der hat sich jetzt ja auch aus dem Vorstand zurückgezogen. Nach 10 Jahren will der vielleicht auch mal wieder was anderes machen. Und dann diese Regio-Währungen, die haben Nachteile für die Menschen und werden halt in diesem Eurosystem gegen starke Mächte so ein bisschen am Leben erhalten. Schwierig, aber natürlich ist es gut, sich mal richtig Gedanken zu machen, wie unser Geldsystem funktioniert und auch damit zu spielen. Also die realen Effekte, die gehen leider gegen Null. Ich hätte mir da viel mehr gewünscht. Komplementärwährungen in der EU, da habe ich auch mal ein bisschen mitgemacht, dass es eben sowas gibt wie, der Euro nimmt Politikoptionen der Namen, den Griechen, den Spaniern, den Portugiesen und allen anderen die Möglichkeit, ihre Währungen abzuwerten. Und das kann man sagen, theoretisch ist das kein Problem, weil die müssen halt dann einfach ihre Produkte billiger machen und so ein bisschen eine Preisdeflation hinkriegen. Nur wenn dann eben ein Viertel aller oder schon die Hälfte aller Jugendlichen arbeitslos sind, dann geht es nicht. Wenn eben eine Deflation solche Folgen nach sich zieht, dann muss man darüber nachdenken, ob nicht das Korsett Euro zu stark ist. Dann muss man staatsmännisch antreten und sagen, da führt man jetzt eine Parallelwährung ein, bis dieses Problem gelöst ist, zum Beispiel. Also nicht so wie die AfD, das ist völliger Quatsch, sondern richtig alle zusammen, 28 Präsidenten stellen sich hin und sagen, da haben wir uns bei der Währungsunion ein bisschen getäuscht, da muss man noch ein bisschen mehr Flexibilität machen, 4 Länder kriegen jetzt eine Regionalwährung und fertig. Natürlich gibt es gewisse Friktionen, also zum Beispiel das mit den Außenschulden dieser Länder ist ein Problem. Da werden dann vielleicht einige Banken ein bisschen in die Röhre gucken. Aber das muss man leider hinnehmen, wenn man eben andererseits verhindern will, dass in diesen Ländern neofaschistische Parteien diesen Zulauf haben. Was ist wichtiger? Die Gewinnbilanz der Deutschen Bank oder diese Morgenröte in Griechenland? Okay, und dann noch einen weiteren Hinweis hier auf Vollgeld. Und zwar, ich wünsche mir ein Wirtschaftssystem ohne Wachstum. Und einer der großen Vorteile bei diesem Vollgeldsystem, das immer gesagt wird, ist ja, dass eben, wenn da Geld gedruckt wird, neues Geld in den Umlauf kommt, dass dieses Geld einfach dem Staat gegeben werden kann. Der kann dann eben ohne Schulden zu machen dieses Geld verteilen. Ist für mich aber kein Vorteil, weil wir müssen dieses wachstumsbasierte System möglichst schnell überwinden, wenn wir eben diesen Planeten weiterhin als Planeten, bewohnbaren Planeten bezeichnen wollen. Dann die EZB. Also bei dem Vollgeldsystem geht es ja darum, dass die EZB darüber wacht, dass die Banken keine Kredite vergeben, für die dieses nötige Kleingeld nicht haben. Und damit steigt die Macht der EZB. Gerade in dem Papier der Vollgeld wird ja immer gesagt, diese Europäische Zentralbank, die wird eine viel größere Macht bekommen, weil sie eben auch über die Emission von Geldern zu entscheiden hat. Und sie wird die Geldmenge sehr restriktiv kontrollieren können, also sehr fein kontrollieren können, im Vergleich zu jetzt, was sich mir auch nicht richtig erschließt. Nur, wenn so ein machtvoller Koloss noch machtvoller wird, dann wird es mit der Unabhängigkeit natürlich immer schwieriger. Und außerdem denke ich mir andererseits, ich möchte ja eine regional verwurzelte Wirtschaft haben und nicht dann da irgendein Koloss, weiß Gott wo, habe, der für komplett Europa zuständig ist, wie also auch von mir aus im Allgäu oder in München oder in Regensburg oder so Kredite teuer oder billig sein sollen. Das funktioniert in meinem Weltbild nicht, das geht nicht zusammen. Dann Geldmengensteuerung, es wird immer gesagt, die
wenn die Wirtschaft irgendwie wächst, zum Beispiel um 1%, dann soll auch die Geldmenge um 1% steigen. Nur man weiß natürlich nicht, wenn man jetzt den 31.12.2014 hat, wie 2015 das Wirtschaftswachstum sein wird. Und man weiß auch nicht, wie ein Wachstumspotenzial ist, und man weiß auch nicht, wie eine Inflation im nächsten Jahr sein wird. Also man weiß eigentlich überhaupt nichts. Und auf dieser Basis soll man jetzt die Geldmenge für das nächste Jahr planen oder für den nächsten Monat oder die nächsten Wochen. Man weiß aber nichts. Und deswegen, weil man nichts weiß, hat man ja schon in den 80er Jahren dann irgendwann wieder aufgehört, die Geldmenge als ein Ziel zu betrachten. Man hat gesagt, okay, wir machen lieber ein Inflationsziel. Und diesen Anfang, dass man eben sagte, man möchte ganz restriktiv die Geldmenge beherrschen, das war eben dieser Monetarismus, das war Friedman, das war 1980, Reaganomics, als plötzlich die Zinsniveaus in die Höhe schossen. Und so ein bisschen habe ich das jetzt im Hinterkopf, es gibt Unmengen an Studien, die zeigen, dass wenn man die Geldmenge strikt kontrolliert und gigantische Zinsausschläge hat, und wenn man halt über diese Art, wie wir jetzt steuern, die Zinsen im Griff hat und über Zinstender zum Beispiel steuert, dass dann halt die Geldmenge macht, was sie will. Nur, solange es keine Inflation gibt, kann halt die Geldmenge machen, was sie will. Das ist ja nicht so wichtig. Das Problem wird erst zu einem richtig großen Problem, wenn eben Banken Gelder aus dem produktiven Bereich der Industrie, der Wirtschaft herausnehmen können und in die Spekulation schieben können. Weil da könnte sich ja können sich Aktien nach oben entwickeln oder Immobilienpreise nach oben entwickeln. Und dann legt man sein Geld lieber da an, als dass man es niedriger verzinst in die Industrie gibt. Und deswegen denke ich mir, man muss hier einen klaren Cut machen und diesen Überbau, diese 90% meines Erachtens sinnfreien Bankings einfach abbauen oder schließen. Geldangebot und Geldnachfrage, gerechte Zinsen sind erwünschte Marktsignale, sagt der Herr Huber, Josef Huber, der Vertreter dieser Vollgeldtheorie ist, der zentrale Vertreter. Und meines Erachtens, erstens mal gibt es diese Geldangebots- und nachfragegerechten Zinsen nicht, und zweitens sind meines Erachtens, die Zinsen sind ein gigantisches Problem. Sie sind einfach, sie entspringen der Geldgier und nicht irgendwie einer Marktlogik. Gegenwärtige Blähungen, also Finanzmärkte zehnteln, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Okay, Geldschöpfung noch ein Satz, wohin fließt das geschöpfte Geld? Kein Problem, wer entscheidet über Kredite? Also wohin fließt das geschöpfte Geld? In die reale Wirtschaft. Die reale Wirtschaft investiert aber so, dass sie damit Gewinne maximiert und sinkende Profitraten entgegenwirkt und nicht in eine Richtung, dass es dem Gemeinwohl unbedingt nützt. Und deswegen ist die Frage, wer sollte denn zukünftig über Kredite entscheiden? Wir? Philosophen? Stakeholder? Also die Berührungsgruppen? Oder soll es so weiterlaufen wie bisher, dass ein Unternehmer in eine Bank geht und sagt, ich brauche einen Kredit für eine neue Produktionsstätte, und der Banker sagt, naja, machen wir es, kein Problem, weil die letzten 10 Kredite haben Sie ja auch wunderbar zurückbezahlt. Da braucht man nicht mal so viel prüfen. Da ist das Geld. Welches System wünschen wir uns da? Die Gegenwart und die Verwerfung in der Gegenwart sind Resultat der vergangenen Investitionsentscheidungen und des gegenwärtig auch herrschenden Kreditsystems. Und wenn wir da weg wollen davon, dann müssen wir uns, glaube ich, genau diesen Mechanismus, wer entscheidet über unsere Zukunft, über diesen Mechanismus müssen wir uns zentral unterhalten. Take home, Björn. Geld reduziert kooperatives Verhalten. Da denke ich mir, wir müssen Geld unwichtiger machen. Effizienz genügt nicht. Wenn Effizienz nicht genügt, dann müssen wir aus diesem Wachstumssystem raus. Wenn wir aus diesem Wachstumssystem raus wollen, dann muss Konkurrenz reduziert werden. Dann müssen wir in eine Richtung, wie zum Beispiel die solidarische Ökonomie vorschlägt. Aber das ist heute mal nicht Thema. Dann brauchen wir einfach Unternehmen, die miteinander kooperieren. Dann brauchen wir sowas wie einen kooperativen Wettbewerb, Wikipedia oder Firefox oder solche Sachen sind vielleicht die Beispiele. Wo ganz viele Leute daran arbeiten, kann es ausgeschlossen, es kommt was Besseres raus. Wie lässt sich sowas verallgemeinern? Da ist noch viel Forschung nötig. Und dann geht es darum natürlich, dass wenn man kein Wachstum mehr hat, dann darf auch der Zins oder der Gewinn nicht mehr großartig sein. Weil sonst Zinseinkünfte natürlich immer Bevölkerungsschichten
bevorzugen und andere, nämlich die, die Geld haben und, die, und das andere nehmen, die kein Geld haben. Dann gibt es keine Überschüsse mehr, die verteilt werden können. Und dann das Problem der Stabilität. Ja, wenn eine Bank keine Zinsen mehr vergibt, dann wird kein Mensch mehr sein Geld langfristig binden, sondern dann lässt man sein Geld einfach auf dem Girokonto. Vielleicht handelt hier im Saal schon der ein oder andere so. Na, ob ich jetzt für Girokonto 0,2% Zinsen kriege oder für ein 3-Jahres-Geld 1,6%, das ist einfach egal. Und damit nimmt man natürlich den Kreditkreislauf des Geld. Und dann hat man ein Problem mit dieser sogenannten Fristentransformation, dass eine Bank kurzfristige Gelder reinnimmt und aber langfristig, zum Beispiel auf 20 Jahre, verleiht, bis sie den Kredit wieder zurückbekommt. Aber wenn es alles nur noch Tagesgeld ist, wenn es alles Girokontengeld ist, dann ist es auch ein gesetzliches Problem und das gesetzliche Problem kann man ja lösen. Nur wenn das dann irgendwo irgendwas Komisches passiert in der Gesellschaft, dann ist die Bank natürlich pleite, die hat überhaupt nichts mehr, keine Sicherheiten, keine langfristigen Bindungen mehr. Also da muss man sich schon was überlegen, wenn das Wachstum gegen Null und die Zinsen gegen Null gehen, was dann, wie dann noch Bankgeschäfte funktionieren können. Ich denke mir, wenn die Banken viel kleiner sind, auf lokaler Ebene, kann man mit den Leuten reden. Geld gebändigen heißt, wir brauchen eine Kostendeckung, ein Kreditbankensystem, Ungleichheit reduzieren, Steuerpolitik, das sind die zentralen Punkte meines Erachtens. Ja, damit müsste ich eigentlich fertig sein. Der eigene Umgang mit Geld ist natürlich immer das Wesentliche. Also wenn man jetzt meint, okay, das war jetzt nicht ganz falsch, was ich hier erzählt habe, dann muss man natürlich darüber nachdenken, ja, bin ich denn bei alternativen Banken? Nutze ich denn meine Beziehungen aus, um auch zum Beispiel hinter Produkte zu kommen? Muss ich alles kaufen? Muss ich alles im Bioladen kaufen? Was mache ich selber? Wie kenne ich meine Nachbarschaft? Habe ich vielleicht schon diese netten kleinen Schildchen, die man unten an die Briefkasten hinmachen kann, was man sich alles bei jemandem leihen kann. Hat ein oder andere vielleicht schon gehört, in der Schweiz machen, ist das gerade so eine Welle, dass man so ganz viele kleine Pickerchen hinmachen kann, da ist dann eine Bohrmaschine drauf und das Trampolin und ne, was man alles verleihen kann. Okay, und damit, ja, ich denke mal damit, dann möchte ich jetzt enden und in die Diskussion starten. Ich hoffe, es war nicht zu lang, zu unerwartet. Ja, aber ich hoffe, es gab auch Steine des Anstoßes. So, vielen Dank.